Sandmeier, bitte. Grüß Gott. Herr Doktor. Grüß Gott, Herr Brandmeier. Nehmen Sie bitte Platz. Tja, Herr Brandmeier, Sie wollten, bevor Sie ins Altenheim gehen, einen Generalcheck machen lassen. Schildern Sie mir bitte nun mit Ihren eigenen Worten Ihren Gesundheitszustand. Na, welche Probleme haben wir denn? Ha! Ich meine natürlich, wie bitte? Welche Probleme haben wir denn? Ja, sechs mit den Ohren geht's schon an. Wenn zum Beispiel dort draußen ein Vogel pfeift, dann merke ich das bloß, weil der Schnabel hin und her geht. Das ist in Ihrem Alter ganz normal, dass Sie die hohen Frequenzen, die der Vogel von sich gibt, nicht mehr hören. Ich könnte Sie natürlich zum HNO überweisen, aber ich fürchte, das bringt uns hier nicht weiter. Herr Brandmeier, Sie haben sicherlich noch Probleme, bei denen ich Ihnen helfen kann. Ja, Frau Doktor, beim Bucker, da komme ich nicht mehr runter. Und wenn es blöd geht, kriege ich auch noch einen Hexenschuss. Hexenschuss? Das ist in Ihrem Alter ganz normal. Vermeiden Sie halt das Bücken. Ja, wenn man aber etwas runterfällt. Dann beauftragen Sie jemanden, es aufzuheben. Ja, aber wenn niemand da ist. Ja, dann gehen Sie in die Knie. In die Knie? Ja, ich werde Ihnen zeigen, wie Sie das problemlos machen. Einfach in die Knie und wieder hoch. Einfach in die Knie? Ja, probieren wir mal zusammen, Herr Brandmeier. In die Knie und wieder hoch. Sie, jetzt kommen wir nicht mehr nach Omega meiner Arthrose. Tja, Herr Brandmeier, ich helfe Ihnen. Dankeschön, Dankeschön. Tja, Verschleißerscheinungen in den Gelenken, das ist in Ihrem Alter ganz normal. Da kann man aber nicht viel machen. Tja, gehen Sie schwimmen, das hilft. Tja, haben Sie noch weitere Beschwerden, Herr Brandmeier? Ja, wie war es das gleich wieder? Frau Doktor, ich kann mir nichts mehr merken. Das ist in Ihrem Alter ganz normal. Ja, gibt's da vielleicht eine Pille dagegen oder Tropfen? Ich hab gehört, da gibt's jetzt sowas Fernöstliches, ich glaube Feng Shui oder so ähnlich. Sie meinen ja wohl Ginseng, Herr Brandmeier. Ginseng. Ja, das bringt leider nichts. Wir wollen nicht gleich annehmen, dass Sie Alzheimer haben. Ich tippe eher auf eine beginnende Verkalkung. Mein Ratschlag, lösen Sie Kreuzworträtsel und trinken Sie viel. Ja, ich trinke am Tag 7-8 halbe. Damit wir uns nicht missverstehen, Herr Brandmeier, viel trinken sollen Sie und nicht viel saufen. Aha. Ja, was denn zum Beispiel? Kräutertee, Mineralwasser. Da wächst ja frisch im Morgen. Sie sind ein Scherzkeks, Herr Brandmeier. Sie wissen ja, Humor ist die beste Medizin. Ja, am Kostagdank kann sie nichts gehen. Tja, wir sind vom Gesetzgeber und von den Kassen gehalten, kostengünstig zu arbeiten. Ah ja, Frau Doktor, da ist nicht vergiss, ich habe immer Kreuzweh. Kreuzweh? Ach, das ist in Ihrem Alter ganz normal. Ja, Sie kann mir ja vielleicht eine Massage verschreiben. Massage, Herr Brandmeier, Massage. Das mag zwar für Sie ganz angenehm sein, aber medizinisch gesehen bringt das nichts. Und außerdem, da Sie nicht mehr erwerbstätig sind, würde die Krankenkasse nicht mitspielen. Tja, am besten für Ihre Rücken wäre, Sie würden zweimal wöchentlich Rückenschwimmen. Rückenschwimmen? Tja, Rückenschwimmen. Sie, Frau Doktor, waren wir gerade beim Wasser sind.
Beim Wasserlassen habe ich einmal Probleme. Wissen Sie, der Druck, der ist nicht mehr so da. Das ist in Ihrem Alter ganz normal. Wissen Sie, Herr Brandmeier, Ihre Prostata ist etwas vergrößert. Aber momentan sehe ich noch keinen Handlungsbedarf für weitere Maßnahmen. Ja, da muss ich halt ein bisschen langsamer bisseln. Ja, und außerdem in der Nacht war ich immer auf, muss aufs Klo gehen und dann kann ich nicht mehr einschlafen. Dann wälze ich mich rum und in der Früh bin ich nicht ausschlafen. Wie gerädert bin ich manchmal. Das ist in Ihrem Alter ganz normal. Ja, aber Sie könnten mir ja vielleicht Schlaftabletten verschreiben. Schlaftablette, ja. Herr Brandmeier, das halte ich bei Ihnen nicht für förderlich. Denken Sie nur an die Nebenwirkungen. Am besten, Sie nehmen abends ein warmes Fußbad. Ja, das hilft. Und außerdem, Herr Brandmeier, als Rentner können Sie den Schlaf untertags nachholen. Ja, Sie sind gut. Als Rentner hast du untertags keine Zeit. Wissen Sie, Nachbarn, Enkelkinder, dann Volk so schön. Senioren, Theater, alle möchten es von einem was, gell? Tja, das ist in Ihrem Alter ganz normal. Aber ein paar Stunden sollte Ihnen Ihre Gesundheit schon wert sein. Und außerdem entlasten Sie damit unser Sozialsystem. Aber Sie, Frau Doktor, neulich haben uns doch was geleistet. Und zwar haben Sie mein Blut untersuchen lassen. Ja. Wissen Sie, das war doch wegen dem Stempel in dem Bonusheft von der Krankenkasse. Da kriege ich doch zwei Nordic Walking Stecker, wenn ich 60 Punkte beieinander habe. Ein Stock reicht Ihnen wohl nicht. Ja, Sie, Frau Doktor, wenn man schon mal was umsonst kriegt und dann noch ohne Zuzahlung, ja, dann muss man doch zugreifen. Tja, lassen Sie mich mal nachschauen, wie Ihre Blutwerte sind. Ja, ja. Tja, die Grenzwerte sind zum Teil leicht überschritten. Aber das ist für Ihr Alter ganz normal. Ja. Die Harnsäurewerte sind überhöht. Aber das kriegen wir mit Mineralwasser hin, Herr Brandmeier. Ja, viel Mineralwasser. Oh, die Zuckerwerte sind aus dem Rahmen. Hatten Sie schon früher Zucker, Herr Brandmeier? Ja, ist mir eigentlich nichts bekannt. Dann ist es ein typischer Fall von Alterszucker. Ich rate Ihnen, nichts Süßes zu essen. Und hier ist eine Diättabelle. An die sollten Sie sich halten, bitte. Sie, Frau Doktor, das kann ich nicht lesen, das ist ja so gedruckt. Das ist in Ihrem Alter ganz normal, ein typischer Fall von Altersweitsichtigkeit. Lassen Sie sich eine stärkere Brille verschreiben, Herr Brandmeier. Ja, aber blöd sei der Krankenkasse nicht. Dafür ist meine Überweisung an den Augenarzt für Sie kostenlos. Und Sie sparen sich 10 Euro für eine weitere Praxisgebühr. Ja, Sie, Frau Doktor, bei so viel Ermäßigung, da muss man ja gleich zwei Brillen machen lassen. Für jedes Auge. Ohne. Ja, was haben wir denn noch auf dem Herzen, Herr Brandmeier? Ja, Frau Doktor, mein Puls, der ist ja so niedrig. Der Puls, das ist in Ihrem Alter ganz normal. Wie hoch ist der Puls denn? Ja, vielleicht so 30. Was? Dann wären Sie ja schon halb tot. Lassen Sie mich mal fühlen, Herr Brandmeier. Herr Brandmeier, Ihr Puls ist völlig in Ordnung, eher etwas erhöht. Ja, mein Frau Doktor, da muss ja mein Puls nicht hängen, wenn Sie bei mir handeln. Nur kein Schmäh, Ihr Puls ist okay. Tja, Herr Brandmeier, gestatten Sie mir, ohne Ihnen zu nahe zu treten, eine Frage. Ich würde gerne wissen, ob bei Ihnen noch was läuft. Ja, ich weiß nicht, ich traue mir es gar nicht so recht sagen, Frau Doktor. Ja, die Nase läuft immer, wissen Sie, als Nasentröpferl.
Ja, das ist in Ihrem Alter auch ganz normal, Herr Brandmeier. Wissen Sie, durch die Hormonumstellung schwillt die Nasenschleimhaut und es kommt zur Sekretion. Was? So weit um? Aber eigentlich, Herr Brandmeier, ich wollte von Ihnen wissen, wie es mit dem Geschlechtsverkehr steht. Ja, meine Frau Doktor, da läuft nichts mehr, aber da kannst du nichts machen, ist halt altert. Da muss man sich halt damit abfinden, das ist halt so, gell, mei. Ich kann es mir denken, aber dem Manne kann geholfen werden. Ja, wie denn das? Vielleicht durch kostengünstiges Pulsfüllen, ha? Ach was, ich verschreibe Ihnen Viagra. Was, ein Viagra? Da machen Sie aber Spaß, Herr Doktor. Das kann man ich als Sozialrichter doch überhaupt nicht leisten. Das ist in Ihrem Alter auch ganz normal. Ja, Herr Brandmeier. Aber bei Ihren Zuckerwerten zahlt das die Krankenkasse. Ja, wieso denn das? Herr Brandmeier, da kommt Ihnen Ihr Alterszucker zugute. Laut Grundsatzurteil des Bundessozialgerichts, die Krankenkasse ist verpflichtet, bei medizinisch indizierter Impotenz zu zahlen. Sehen Sie, Herr Brandmeier, unser Gesundheitssystem deckt alle lebensnotwendigen Bereiche ab. Ja, und das ist jetzt normal? Ja, ganz normal.